FIPS Law und auch Steering Law sind Modelle, die Aufgaben beschreiben, die motorische Fähigkeiten erfordern. Was wir uns jetzt anschauen, ist ein Beispiel für ein Modell, bei dem es darum geht, sich Informationen anzueignen. Dabei versuchen wir herauszufinden, wie lange es eigentlich dauert, Einträge in einer Liste zu finden oder auch in einem Menü zu finden und dadurch auch eine bessere Idee dafür zu bekommen, warum es eine gute Idee ist, Listen zu sortieren oder auch zu gruppieren und das Gleiche auch für Menüs zu machen. Dafür schauen wir uns zuerst einmal ein Beispiel an. Was wir hier sehen, ist eine Liste an Ländern und wir können es noch nicht genau sehen, weil gleich kommt eine Aufgabe, bei der ihr versuchen sollt, ein bestimmtes Land zu finden. Die Liste ist irgendwie sortiert, aber wir kennen die Sortierung nicht. Und die Aufgabe ist jetzt gleich, Dänemark zu finden. Das heißt, einer dieser Einträge in dieser unsortierten Liste ist Dänemark und was ihr gleich tun sollt, ist, Dänemark zu suchen und dabei zu schauen, wie lange braucht ihr eigentlich dafür. Das heißt, es gibt diesen Timer, der läuft gleich ab von 0 bis 10 Sekunden und ihr sollt jetzt messen, wie lange ihr dafür braucht, Dänemark zu finden. Jetzt habt ihr Dänemark hoffentlich gefunden und es hat, jetzt weiß ich nicht, wie lange es gedauert hat, aber wahrscheinlich hat es irgendwas zwischen 6 und 8 Sekunden gedauert. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer, aber vermutlich habt ihr es alle gefunden. Und jetzt können wir uns überlegen, wie lange dauert das eigentlich, so im Durchschnitt, wenn wir diese Aufgabe Probanden stellen. Das heißt, wir haben eine Liste in einer unbekannten Sortierung und na, offensichtlich dauert das länger, wenn die Liste länger wird. Das heißt, wenn wir n Einträge haben und n steigt, dann dauert es auch länger, den richtigen Eintrag zu finden. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben einen Algorithmus und der Algorithmus soll das erledigen. Also beispielsweise haben wir ein Array, wir kennen die Sortierung des Arrays nicht, vielleicht ist das Array unsortiert. Wie lange dauert das, dass ein Algorithmus jetzt den richtigen Eintrag findet in Big O Notation? Na, und die Antwort ist O von n, das heißt, der Aufwand, die zeitliche Komplexität steigt linear mit der Anzahl an Einträgen. Na, und warum ist das so? Na, wir müssen als Algorithmus und jeden einzelnen Eintrag anschauen und sind im Durchschnitt dann nach der Hälfte der Einträge fertig. Und wenn die Liste doppelt so lang ist, dann dauert das Ganze auch doppelt so lang, zumindest im Durchschnitt. Jetzt schauen wir uns mal ein zweites Beispiel an. Das ist wieder eine Liste, es sind wieder die gleichen Länder wie vorher. Der Unterschied ist aber, dass diesmal die Liste sortiert ist. Das heißt, die Länder sind alphabetisch nach Buchstaben sortiert. Das heißt, Länder mit A am Anfang sind am Anfang und Länder, die weit hinten im Alphabet sind, sind dann am Ende der Liste. Und jetzt ist wieder die Aufgabe, finde Dänemark und es gibt wieder diesen Timer und schaut mal, wie lange ihr dafür braucht, jetzt Dänemark zu finden. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wie lange ihr gebraucht habt, aber vermutlich habt ihr deutlich weniger Zeit gebraucht als beim ersten Mal. Also vermutlich mehr sowas wie 2 bis 4 Sekunden als eben gerade. Und jetzt können wir uns wieder fragen, naja, wie lange dauert es denn? Also wir haben diesmal eine Liste mit n Einträgen, aber diesmal kennen wir die Sortierung. Die Zeit steigt wieder offensichtlich mit der Anzahl der Einträgen. Das heißt, wenn wir doppelt so viele Einträge haben, dann dauert das länger. Aber das dauert halt nicht linear länger, das heißt, es dauert nicht doppelt so lange. Also was ist die zeitliche Komplexität für einen Algorithmus in Big O Notation, wenn wir einen Eintrag in einer vorsortierten Liste suchen und wir kennen die Sortierung der Liste? Na, die Zeit, die ein Algorithmus dafür braucht, die hängt logarithmisch von der Anzahl an Einträgen ab. Na, warum ist das so? Wenn wir einen Algorithmus haben, dann kann der sich ja anschauen, erstmal die Mitte der Liste. Und wenn jetzt mein Eintrag, den ich suche, größer oder kleiner ist, dann kann ich im nächsten Schritt mir nur noch die Hälfte anschauen der Einträge, in der halt mein Eintrag fallen muss.
Das heißt, bei im Fall von Dänemark schaue ich mir die Mitte der Liste an und stelle dann fest, oh, Dänemark muss davor liegen. Und dann kann ich im zweiten Schritt sagen, ah, jetzt habe ich nur noch eine halb so lange Liste. Und mit jedem Mal, wenn ich nachgucke, wenn ich mir einen Eintrag anschaue, kann ich die Größe der Liste halbieren. Und damit, naja, ist der Aufwand halt logarithmisch und nicht mehr linear. Das heißt, wenn die Liste doppelt so lang ist, dann brauche ich nicht mehr doppelt so lange. Das ist jetzt für einen Algorithmus, aber Menschen können das überraschenderweise genauso machen. Das heißt, Menschen können sich auch logarithmisch durch diese Liste durchbewegen. Und wenn ich eine Studie machen würde mit vielen Probanden und mir unterschiedliche Listen anschauen würde und die Sortierung ist immer die gleiche, dann können Menschen logarithmisch diese Einträge finden mit einer logarithmisch steigenden Zeit. Sowas Ähnliches hat sich Higgs auch schon angeschaut in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Higgs hatte einen etwas anderen Apparat, er hat keine Listen genommen, sondern er hat diesen, naja, kompliziert aussehenden Apparat genommen, wo es LEDs gab und haben aufgeleuchtet und dann musste der Proband darauf reagieren. Das heißt, er hatte an jedem Finger einen Schalter und er musste jetzt die richtigen Schalter bedienen. Und was Higgs gemacht hat, er ist die Komplexität der Aufgabe variiert. Das heißt, ich musste immer mehr LEDs mir anschauen, um jetzt darauf zu reagieren. Und was er festgestellt hat, ist, dass tatsächlich dieser Aufwand, die Zeit, die Reaktionszeit, die Benutzer benötigen dafür, die steigt logarithmisch mit der Menge an Informationen, die verarbeitet werden müssen. Das heißt, was Higgs festgestellt hat, ist, dass wenn ich n gleich wahrscheinliche Auswahlmöglichkeiten habe, dann verändert sich die re durchschnittliche Reaktionszeit t und die verändert sich approximiert, indem wir t haben, also die Reaktionszeit, und die ist gleich b, einer Konstante, die jetzt nicht mehr gerätespezifisch ist, sondern menschspezifisch. Das heißt, unterschiedliche Menschen haben jetzt unterschiedliche b's. Das ist auch bei Fitts Law und Steering Law der Fall, aber wir können jetzt den Durchschnitt bilden über verschiedene Menschen und müssen nicht mehr berücksichtigen, dass es vielleicht unterschiedliche Eingabegeräte geben könnte. Und dann ist t gleich b mal dem Zweierlogarithmus von 1 der Anzahl an Einträgen dieser Liste oder die Menge der möglichen Auswahlmöglichkeiten plus 1. Higgs hat dann Studien durchgeführt und auch andere haben das getan und sind dann auf einen Wert von 150 Millisekunden pro Bit gekommen. Das heißt, Bit wäre dann die Menge an Informationen, die ich verarbeiten muss. Higgs hat das Ganze nicht mit Listen gemacht, sondern mit ganz anderen Aufgaben. Aber diese Frage, wie schnell kann ich denn Informationen aufnehmen und verarbeiten, die kann ich benutzen, um das Design von Menüs zu motivieren. Das eine, was ich daraus lernen kann, ist, wenn die Liste oder das Menü ungeordnet ist, dann ist die Suchzeit linear. Das heißt, ich muss mir im Durchschnitt die Hälfte aller Einträge anschauen und wenn die Menge an Einträgen steigt, sich verdoppelt, dann brauche ich doppelt so lange. Wenn ich eine geordnete Liste habe, dann wird die Suchzeit logarithmisch. Jetzt das Problem mit Listen und auch Menüeinträgen, dass ich häufig als Benutzer nicht weiß, wie mein Menüeintrag wirklich heißt. Wir können uns das gleich in einem Beispiel anschauen. Aber der Schluss sollte nicht sein, dass ich sage, ich sortiere alle meine Menüs nach dem Alphabet, weil häufig Menschen nicht wissen, wie der Menüeintrag wirklich heißt. Wenn wir uns also so ein Beispiel anschauen wie hier und ich Probanden vorgebe, wähle den Menüeintrag Remove Tracks aus. Dann hilft mir eine sortierte Liste. Aber typischerweise wissen Benutzer nicht, dass der Eintrag wirklich Remove Tracks heißt, sondern die wissen einfach nur, ich möchte jetzt irgendwie eine Spur entfernen, und jetzt suche ich den passenden Menüeintrag dazu. Und wenn ich ihn sehe, dann erkenne ich ihn, aber ich weiß nicht, wie er genau heißt. Deswegen ist es häufig sinnvoller, die solche Listen oder Menüeinträge nicht einfach alphabetisch zu sortieren, wenn ich als Benutzer nicht weiß, wie mein Menüeintrag wirklich heißt, sondern sie eher zu gruppieren, wie das auch hier passiert. Weil dann kann ich ganze Gruppen überspringen und kann mich dann auch sowas annähern, was vielleicht nicht mehr linear ist, sondern schneller ist. Was man jetzt auch anschauen kann, ist, wenn ich jetzt so eine Aufgabe habe, die auf verschiedenen Teilschritten besteht, dann kann ich anfangen und sagen, ich benutze jetzt verschiedene Modelle und setze die aneinander.
Also wenn ich jetzt den Eintrag Remove Tracks auswählen wollte, dann könnte ich sagen, das ist im ersten Schritt vielleicht ein Higgs-Task und der Benutzer muss jetzt diesen Eintrag finden. Und im zweiten Schritt wäre das dann ein Fitzlaw-Task, ich muss diesen Eintrag jetzt auswählen. In Wirklichkeit passieren aber andere Dinge. Wenn ich Probanden so eine Aufgabe stelle, dann machen sie diese Aufgaben gleichzeitig. Sie fangen vielleicht an, den Eintrag zu suchen und während sie den Eintrag noch suchen, fangen sie an, das Eingabegerät zu bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach Fitzlaw nehme und davor einen Higgs-Law-Task setze, dann werden die Vorhersagen nicht besonders genau sein. Was ich aber damit machen kann, ist, ich kann so eine Idee dafür bekommen, wie lange das Ganze denn dauert. Das heißt, einfach nur mo diese Modelle, die ja für sehr spezielle Aufgaben eigentlich gedacht waren, aneinander zu setzen, hilft nicht oder erlaubt mir keine perfekte Vorhersage, aber es kann mir eine Idee dafür geben und es kann Designentscheidungen beeinflussen.